Ich dachte immer, ich wäre völlig allein in diesem Leben, das kein Leben ist, weil ich ja tot bin. Doch jetzt ist da jemand, der genauso wenig Knoblauchpizza mag wie ich. Twilight. Bis irgendwann mal. Edward! 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 Wo bist du? Edward! Ich bin hier, Bella. Edward! Bella. Du siehst so anders aus. Ich habe meine Haare gefärbt. Ich wollte eigentlich blutrot, aber es gab leider nur noch gelb. Ich habe stundenlang nach dir gesucht, Edward. Ich habe hier auf dich gewartet, Bella. Edward, auf der langen Suche nach dir bin ich in einen Kuhfladen getreten. Edward, du musst mich vor diesem Wald beschützen. Es ist so düster, so dreckig. So, jetzt muss ich dich unterbrechen. Der Wald, hast du mal die Größe gesehen? Hast du mal die Menge an Bäumen gesehen hier alles? Aber ich meinte doch nur, dass es hier unheimlich... Nein, halt, stopp! Jetzt reicht es! Der Wald ist sauber! Aber ich meinte doch nur, dass es hier unheimlich ist. Stopp! Kriegst du gleich jetzt auf die Schnauze! Edward, lass uns von hier verschwinden. Die Gestalten in diesem Wald sind so unheimlich. Bella, ich liebe dich über alles. Ich habe ein Lied für dich geschrieben. Warum hast du das getan? Weil es so schön kitschig ist und gut in diesen peinlichen Film passt. Montag Nacht hab ich was Tolles gesehen. Pigalle, Pigalle, das ist die große Mausefalle mitten in Paris. Pigalle, Pigalle, der Speck in dieser Mausefalle schmeckt so zuckersüß. Edward, das war das Schönste, was je jemand für mich gemacht hat. Dasselbe hast du letzte Woche noch zu mir gesagt. Jacob! Wo ich dir auf meiner Flöte vorgespielt habe. Was machst du denn hier? Ich komme gerade von der großen Blumenwiese und bin jetzt unterwegs zum Haus von Rotkäppchens Großmutter. Und was muss ich da sehen? 7 Geißlein? Schweig, Vampir! Dich, Bella, mit dieser Blutwurst! Nimm das zurück, du frisierter Königspudel! Über 70% aller Vampire können kein Blut sehen. Schauen Sie nicht weg. Edward! Edward, er ist tot! Nein, tot war ich vorher schon. Jetzt bin ich richtig tot. Wer war das? Sie bemerken mich nicht. Ich werde dramatisch an meiner Waffe pusten. Wer sind Sie? Rate doch mal, Kleines. Udo Lindenberg? Nein. Man nennt mich Van Helsing. Der Vampirjäger? Das bin ich gewesen. Aber ich wurde arbeitslos. Die Wirtschaftskrise. Doch das Arbeitsamt hat mir einen neuen Job als Paarberater vermittelt. Und er passte einfach nicht zu dir. Woher wollen Sie das wissen? Sehen Sie nur, was Sie angerichtet haben. Nun liegt mein geliebter Edward auf diesem dreckigen Waldboden. Nein, jetzt halt deine Schnauze! Du Oberzicke! Was soll ich denn jetzt tun? So ganz allein auf dieser Welt? Bella, du hast doch noch mich. Möchtest du mal mein Fell kraulen? Würde ich wirklich gern, aber ich muss noch meiner Großmutter Kuchen und Wein bringen. Und wenn sie schon gestorben sind, dann leben sie noch heute. Bella, ich liebe dich. Bella.
Bella. Ich habe... Nein. Ich habe auch mal Hänger. Ganz normal.